Willkommen in der Cerberus-Datenbank. Geheime Daten angefordert. Autorisierung bestätigt. Commander Shepard, Ihre angeforderten Informationen zur Rekrutierung und Loyalitätsmission zu Legion Legendary. Herzlich willkommen zu Fumas N7 Mass Effect Legendary Edition Guide. Und hier geht es um Mass Effect 2. Ich habe in allen meinen Videos Timelines eingepflegt, das heißt, ihr könnt an jeden Punkt springen, der euch interessiert. Nun sind wir nah an einem Finale dran und Legion ist meines Erachtens nach der letzte, den ihr rekrutieren solltet. In diesem Bild seht ihr den Zeitstrahl, wie Mass Effect 2 wirklich abläuft, in welchen Etappen. Und an der dritten Stelle, das heißt die Beschaffung des Reaper FFS, ist es ganz wichtig, dass sobald Edi euch erzählt, dass ihr mit einem Shuttle zur nächsten Mission fliegen sollt, ist es ganz wichtig, dass ihr danach nur noch zwei Missionen macht, sonst werdet ihr die Crew verlieren. Zum Thema Namen von Legion, kleiner Funfact am Rande. Im Neuen Testament wird ein Mann erwähnt, der von vielen Dämonen spricht, mit dem Zitat: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und dieser Mann soll angeblich besessen gewesen sein von Dämonen. Legion ist das einzigste Crewmitglied aus Mass Effect 2, welches die Selbstmordmission nicht überleben muss. Doch jetzt kommen wieder starke Auswirkungen auf Teil 3, um im dritten Teil wieder aufzutreten. Das heißt, ihr werdet ihn im dritten Teil auf jeden Fall wiedersehen. Aber jetzt kommt die Auswirkung. Sollte Legion allerdings in Mass Effect 2 sterben, wird er durch eine Kopie ersetzt, die dann nichts von den Kollektoren und den weiteren Verläufen der Mission weiß. Auf diese Weise ist es auch nicht möglich, dass die Quarianer und die Geth Frieden schließen. Also, wenn ihr das perfekte Finale in Teil 3 spielen wollt, mit allen Kriegsaktivposten, das heißt Kriegsaktivposten Geth und Kriegsaktivposten Quarianer, muss Legion loyal sein und überleben. Abgefangene Informationen zu Legion von der Allianz Navy und der Special Task Group der Salarianer. Präsenz der Geth bestätigt. Vermutete Spaltung der Geth in Heretics und Orthodox und Anfälligkeit von Geth-Plattformen für Umprogrammierung. Ergebnisse der Operation Overlord von Cerberus direkt an mich weiterleiten, sobald Kontakt zu den Agenten wiederhergestellt. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Zu den wichtigsten Upgrades der Normandy SR-2 habe ich euch ein Video gemacht für das perfekte Finale und euch in der Infobox verlinkt. Das Ladar identifiziert das als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Den Geth bestimmt gern zu Studienzwecken. Warum nicht mitnehmen? Wäre doch eine zauberhafte Stehlampe. Tali hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Geth gefangen genommen hat. Klingt amüsant. Allerdings werde ich das Scheißding nicht tragen. Uns läuft die Zeit davon. Gehen wir! Durchhalten, Leute! Backbombenschuss öffnen! Thank you.
sind soweit. Los! Sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in Bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere ihn, die Belohnung ist erheblich. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tani wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper-FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Solltet ihr Legion 2185 an Cerberus verkaufen, so haben sie inzwischen einige Experimente an der Plattform vorgenommen. Als die Allianz, das heißt im Teil 3, am Ende des Reaper-Krieges, das heißt also vor dem großen Finale in London, die Kronos-Station angreift, also mit euch, stellt sich Jegon Legions mobile Plattform zusammen mit Cerberus-Streitkräften euch in den Weg. Darüber hinaus hat Cerberus Experimente an ihm durchgeführt und er hat die Reste des Reapers, dieses sogenannten Baby-Reapers, im Teil 2 an sich. Du als Commander hast natürlich nachher keine Chance und musst ihn zerstören. Achtung! Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl. Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Sie haben an Bord des Reaper meinen Namen gesagt. Kennen wir uns? Wir wissen von Ihnen. Sie meinen, weil ich gegen viele Geth gekämpft habe? Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind Ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft. Wurde von Kollektoren getötet. Auf der alten Maschine wiederentdeckt. Alte Maschine? Meinen Sie den Reaper? Reaper. Ein Name, der dem Aberglauben der Proteaner entstammt. Wir nennen diese Lebensformen die alten Maschinen. Sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen. Extranet-Datenquellen. Ungesicherte Übertragungen. Alle gesendeten Daten organischer Wesen werden empfangen. Wir beobachten sie. Beobachten Sie mich oder organische Wesen allgemein? Ja. Was jetzt? Beide. Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Geth. Ich meinte Sie, als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth.
In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ja, das passt. Bibel der Christen, Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren. Wir erwarten den Datenaustausch. Um das perfekte Finale in Teil 3 zu bekommen und auch in Teil 2, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr alle Crewmitglieder loyal bekommt. Das heißt, dass sie euch alle loyal zur Seite stehen. Und zu der Loyalitätsmission von Legion am besten einen Techniker mitnimmt. Und wer ist da am besten geeignet? Natürlich unser Tali Zora, was Normandy. Und ein kleiner Tipp für eure gesamte Spieldauer in Mass Effect 2, nehmt am besten immer gegensätzliche Charaktere mit. Das bedeutet Miranda Lawson und Jack, Jacob und Thane, Grunt und Gareth oder Grunt und Morden Solus, Samara und Said Massani. Es geht nicht darum, um gut im Kampf zu sein, weil das seid ihr sowieso, da habe ich gar keinen Zweifel dran, sondern es sind spezielle Gesprächsoptionen und immer wieder Kommentare der Crewmitglieder, die dann einfach lustig sind und Spaß machen. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Ich werde nicht zulassen, dass Ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. Zur Charaktereinstellung habe ich euch ein Video gemacht und euch in der Infobox verlinkt. Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen. Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los! Shepard Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte. Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Ihr Virus lässt sich umstrukturieren und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Wie auch immer, diese Geth sind jedenfalls kein Problem mehr. Aber Shepard, bedenken Sie doch. Wenn Sie diese Geth umschreiben, schließen Sie sich den anderen an und die Legion Geth werden stärker. Können wir Ihnen trauen, dass Sie uns nicht irgendwann angreifen? Ich würde bei einer organischen Spezies keine Gehirnwäsche machen und ich wüsste nicht, warum ich bei den Geth anders verfahren sollte. Die Überlegung ist irrelevant. Wenn wir sie nicht umschreiben, zerstören wir sie. Darum sind wir hier. Zögern Sie jetzt nicht. Sie werden Ihre Spezies auslöschen, weil Ihr... Sehen die uns, wenn wir vorbeigehen? Sie nehmen... Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment,
Wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Geth ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir ihre Urteilsfähigkeit in Frage. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Haben sie eine Entscheidung getroffen, ob sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Solltet ihr Fragen um Mass Effect haben oder ist euch irgendeine Frage eingefallen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig, eure Fragen sind mir wichtig. Also schön in die Tasten hauen und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Commander. Ja, wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung! Download von Heretic Runtimes führen Sudo-Command aus. Datensuche und Analyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Lassen Sie mich diese Entscheidung treffen. Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in Ihre Hand. Wenn Sie umgeschrieben werden, werden Ihre Leute Sie dann wieder aufnehmen? Werden Sie überhaupt zurückkehren wollen? Sie werden unserer Beurteilung zustimmen und zurückkehren. Wir werden Ihre Erfahrungen integrieren und das wird uns alle stärker machen. Nehmen Sie sie. Setzen Sie das Virus frei, sobald wir den Kern kontrollieren. Verstanden. Setze Virus frei. Achtung! Fernzugriff mittels Hochgeschwindigkeitsübertragung erforderlich. Was bedeutet das? Das Virus wird an Heretics in benachbarten Sternensystemen geschickt. Diese Station wird einen sehr starken elektromagnetischen Impuls über die ULG-Kanäle senden. Wie stark? Leistung wird 1,21 Petawatt überschreiten. Achtung! Die elektromagnetische Strahlung ist für organische Lebensformen ohne Schild lebensgefährlich. Zusatzbemerkung. Das Innere dieser Station verfügt nicht über einen Schild. Ich wünschte wirklich sehr...
Nach der Loyalitätsmission, die Heritex, ist es ganz wichtig, dass ihr den Streit zwischen Legion und Tali Zoravas Normandy schlichtet. Dazu braucht ihr viele Rufpunkte. Völlig egal, ob auf der abtrünnigen Seite oder auf der vorbildlichen Seite. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr den Streit schlichtet, um nachher beide Parteien, das heißt im dritten Teil, Frieden schließen zu können. Und ohne diese Streitschlichtung wird es nicht funktionieren. Dann werdet ihr euch für eine der beiden Parteien entscheiden. Und das gibt nachher einen Abzug von Kriegsaktivposten von 150. Und das ist ganz schön viel. Im dritten Teil. Legion gegangen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Schon unterwegs, Joker. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Die Schöpfer haben Waffentests durchgeführt und Pläne für einen Angriff auf uns geschmiedet. Wir hielten es für notwendig, unser Volk zu warnen. Wir haben die Geth bereits stärker gemacht, indem wir die Anbeter der Reaper umgeschrieben haben. Ich lasse nicht zu, dass Legion die Flotte gefährdet, indem er ihnen noch mehr Informationen gibt. Schöpfer Tali Zora handelt aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Sie hätte das Exil auf sich genommen, um es zu schützen. Auch wir müssen unser Volk vor der Bedrohung durch die Schöpfer schützen. Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Zum Moralsystem und wie ihr am schnellsten Rufpunkte bekommt, habe ich ein Video gemacht und euch in der Infobox verlinkt. Tali, Ihr Vater hat brutale Experimente durchgeführt. Wäre es dabei um Menschen gegangen, würde ich mit Sicherheit die Allianz darüber informieren. Ich weiß, aber wenn die Geth herausfinden... Sie würden angreifen, was zu einem Krieg führen würde, der sowohl Geth als auch Quarianer verwundbar machen würde, falls dann die Reaper auftauchen. Wollen Sie das, Legion? Wir hielten es für notwendig, die Informationen weiterzugeben. Früher oder später werden Sie beide mit diesem Krieg aufhören müssen. Sonst müssen wir noch alle dafür bezahlen. Um den Zusammenhalt der Gruppe zu gewährleisten, werden wir keine Daten über die Pläne der Schöpfer übermitteln. Danke, Legion. Ich verstehe Ihren Ansatz. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar nicht geheime Daten zum Senden zur Verfügung stelle? Wir wären dankbar dafür. Wenn euch mein ultimativer N7 Mass Effect Legendary Guide gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da und denkt daran, wollt ihr Fuma loben, Daumen nach oben. Bis dahin sage ich, bleibt gesund und Semper Fi.